kommt doch jemand. Hallo. Bei mir ist eine Schulklasse eingebrochen. Die sind total verrückt. Die verwüsten meine ganze Villa. Es war das erste Mal für mich, dass ich Liebe hatte oder sowas. Ich erwarte dich in 3 Stunden hier vor dem Haus. Ohne fucking Waffen, nur wir beide. Dann fick ich dich. Wow, so viele schöne Jungs haben sich mein Haus verirrt. Es ist echt ein Wunder. Aber das ist bestimmt die Entschädigung dafür, dass mein geliebter Ehemann verschwunden ist. Benedikt Frederik, wo bist du nur? Ich vermisse dich doch so sehr. Wow, der ist aber auch süß. Und so unverbraucht. Hallo. Hallo. Ich würde Sie nicht stören. Nee, Sie haben gerade... Alles gut. Setzen Sie sich gerne auf mein Bett. Okay, alles gut. Ja, also erstmal danke, dass ich anrufen durfte. Die Polizei kommt in 2-3 Stunden. Ich weiß, das ist jetzt viel zu viel verlangt. Könnten wir noch vielleicht eine Weile hierbleiben, bis die Polizei kommt? Ich verspreche, wir benehmen uns auch alle. Sie können so lange hierbleiben, wie Sie möchten. Ich bin so dankbar, dass Sie hier sind. Wirklich. Ich bin so einsam und es ist einfach so schön, jemanden hier zu haben. Bleiben Sie gerne noch mehrere Tage, solange Sie wollen. Okay, gut, danke. Dann gehe ich jetzt mal zu meinen Schülern. Mal fühlen Sie sich wie zu Hause, wirklich. Okay, danke. Wie war's eigentlich? Ja, erzähl doch mal. Hat's wehgetan? Los! Sag doch. Sag du zuerst. Also, keine Ahnung. Es hat eigentlich die ganze Zeit wehgetan, aber Stanley war echt vorsichtig. Süß. bei mir hat es auch wehgetan, aber nur am Anfang und dann war es okay. Okay, und hatten die Großen? Also, das will ich jetzt auch nicht so gern wissen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ey, ich möchte Stanley unbedingt fragen, ob er mit mir zusammen sein möchte. Echt? Oh, süß. Das ist voll schön. Ja. Ja. Ich habe ihn auch schon seit längerem eine Kette gekauft. Ich glaube, ich möchte ihm als Geschenk geben. Findet ihr die Idee gut? Ja, auf jeden Fall. Ja, mega süß. Das ist voll süß. Er wird sich richtig freuen. Ja. Ja. Darauf stoßen wir erstmal an, oder? Diesmal stört uns bestimmt keiner. Endlich, ich hab's geschafft. Beginnen wir mit dem Vorspiel? Oh, ey. Ich kann auch wieder gehen. Du verarschst mich doch. Ey, ist das geplant oder so? Wer will mich hier verarschen? Meine Scheiße, ich geh jetzt. Nee, ich geh jetzt zu Buck. Ich hab keinen Bock mehr auf den Dreck. Ich hab einfach keinen Bock mehr drauf. Hey, du. Ich wollte mich ehrlich gesagt bei dir entschuldigen. Und zwar, ich weiß, dass ich einen riesen Fehler begangen habe, mich zwischen dich und TJ zu stellen. Ich habe nämlich nicht nur unsere Freundschaft damit aufs Spiel gesetzt, sondern dich auch damit verletzt. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich war komplett überfordert mit der Situation. Ich bin es auch immer noch, ehrlich gesagt. Deshalb muss ich dir ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, ob die Freundschaft zwischen uns noch irgendwie einen Sinn hat. Und dass es mir einfach richtig schwerfällt, so noch mit dir den Kontakt zu halten. Und meine Gefühle irgendwie so unterdrücken zu müssen und ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht mehr. Ja, im Endeffekt hattest du ja auch recht mit TJ. Der war ja dann wirklich ein Arschloch. Aber ich würde mich freuen, wenn wir dann vielleicht irgendwann wieder befreundet sein könnten. Ja, ich hoffe es auch, dass Gras über die Sache wächst und alles wieder normal werden kann. Das wäre toll. Ja. Ja,
Tesla, tut mir total leid. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn die Liebe nicht erwidert wird. Und Freundschaft macht es da echt nur noch schlimmer. Aber ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Okay, ja. Muss es gehen. Hi, TJ. Hi. Hi. Wissen Sie, wie ich heiße? Von Frau Brahe natürlich. Ah, okay, ja. Du siehst so gut aus, so trainiert. Machst du Kampfsport, oder? Ja, ich habe nur ein paar Filme mit Jackie Chan gesehen, also, ja. Okay. Ich hab ein bisschen warm, genau. Ja, wenn du mal irgendwie was brauchst oder so, dann komm gerne zu mir ins Schlafzimmer, ja? Okay, ja. Okay. Komm schon, kill ihn! Komm schon! Ja, sehr gut. Ja, mach schon. Hey. Schau mal, das Hündchen, das muss ich jagen, damit es mein Haustier wird. Mann, Julio, pack die Scheiße weg. Hey, noch einmal. Zieh deine Knöpfe aus. Knöpfe? Mhm. Zieh die aus. So? Mhm. Zieh Knöpfe aus. Mhm. Schützige Hände. Alles gut. Warte! Was ist los? Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. Warum sollst du nicht bereit dafür sein? Du hast dich so schnell so weit entwickelt, in so kurzer Zeit. Aber was ist, wenn ich nicht gut im Bett bin? Ach, Jojo, mach dir keine Gedanken. Natürlich bist du gut im Bett. Woher weißt du das? Du hast alles, was man braucht, eine Erektion. Woher weißt du das? Jojo, ich sitze auf dir drauf. Ja. Stimmt. Und wie war es jetzt für dich? Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a life, 'cause we've been through hell. Ey Mann, ich freue mich voll, wenn wir gerettet werden. Dann sind wir hier endlich weg. Ich hab dazu noch eine Nachricht, die ihr zu überbringen. Und zwar, ich und Sophia, wir wollen nicht mehr zurück in den Wald, wir wollen mit euch kommen. Du verarschst mich. Nein, ohne Witz. Jetzt im Ernst? Ehrlich, ja. Ey, komm her! Jawohl! Mega, dann können wir mal chillen. Ich freue mich so. Ey, wie geil ist das denn, Alter? Wie geil. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Teil? Ich habe so eins auch von Stanley geklaut. Das ist ein Handy. Okay. Also, so wie damals die Handys? Nein. Ganz, ganz, ganz anders. Also damals, das waren ja Steinzeit-Telefone, ne? Ich kenne die. Also mit denen kannst du ja alles machen. Mhm. Dann Bilder, Fotos, alles. Krass. Also es ist echt krass heutzutage. Was ist denn hier? Was heißt das? Das ist ein Anruf. Wie? Achso, nein. Jetzt kannst du anrufen. Nein. Aua? Tja, das ist ja eine Frechheit, der hat mich einfach weggedrückt! Ja. Ey, scheiße, Mann! Was ist? Ey, das darfst du doch nicht machen bei den neuen Handys heutzutage. Ja, hab ich damals auch immer so gemacht. Bei meinem alten Nokia. Also, Stanley hat natürlich eine Rhino-Shield-Hülle. Also zum Glück, du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Also die normalen Handys heutzutage, die werden sofort kaputt. Echt? Aber mit einer Rhino-Shield-Hülle, also da kannst du so oft auf den Boden werfen, wie du willst. Also da passiert nichts. Eigentlich braucht auch jeder so eine Hülle. Wenn wir mal ehrlich sind, so mit uns selbst. Das ist eine geile Sache so. Krass. Ja. Cool, ja. Safe. Darf ich auch nochmal auf den Boden werfen, oder? Ja, mach ja, gerne. Ja, mach ich nochmal. Ich will auch nochmal. Ja,
aber verrückt. Ne? Das hält. Ja, ich weiß. Boah, da habe ich doch fast Stanleys Handy geschrottet. Schon verrückt, wie sich die Welt verändert hat und was alles passiert ist, während wir im Wald gewohnt haben. Aber ich bin umso glücklicher, dass ich jetzt Internet habe und ich mir in den nächsten 48 Stunden mit dem 25% Rabattcode von RhinoShield bei jeder Bestellung einfach eine eigene Hülle kaufen kann. Der Link dazu ist übrigens in der Videobeschreibung. Was ist eigentlich eine Videobeschreibung? Ich wollte schon die ganze Zeit mit dir reden. Worüber? Ich bin einfach so froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich bin so froh, dass ich dich in meinem Leben hab und ich bin so froh, dass ich die Chance hab, dass ich dich anfassen kann, dass ich dich küssen kann und du bist wirklich ein sehr, sehr toller Mensch. Auch wenn du das einfach oft nicht glaubst, aber ich könnte mir echt keinen besseren Menschen vorstellen. Die ganzen Erlebnisse, die wir schon gemacht haben oder die wir noch machen werden in der Zukunft, sind so toll. Und immer wenn ich bei dir bin, fühle ich mich so sicher. Dein Lachen lässt mich einfach mitlachen. Ich bin wirklich so froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Willst du mit mir zusammen sein? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Mach deine Augen zu. Was machst du? Ich habe eine Überraschung. Augen auf. Ist dein Glücksbringer. Vielen Dank. Du bedeutest mir alles. Ich kenne niemanden, der sowas je für mich getan hat. Ich freue mich total. Ich freue mich, die ganze Zeit jetzt mit dir zu verbringen. Ich mich auch. Wollen wir wieder ins Haus? Ja. Soll ich dich tragen? Nee, ich kann doch selber laufen. Aber ich will dich tragen. Ich will mich um dich kümmern. Hey. Du, ich hätte da ein großes Anliegen, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Okay. Ich weiß, du willst es wahrscheinlich nicht hören, aber ich muss es jetzt einfach sagen. Was denn? Ich weiß, dass ich dich in letzter Zeit sehr mit in meine Probleme reingezogen habe. Ich habe einfach Probleme mit mir selbst gehabt, Probleme mit meinen Gefühlen und das war nicht richtig von mir. Ich weiß aber jetzt einfach nicht, wie es weitergehen soll. Ja, ich habe auch gemerkt, dass es zwischen uns beiden nicht mehr so ist wie am Anfang, dass wir nicht mehr so gut harmonieren und keine Ahnung. Ich habe es mir auch irgendwie echt anders vorgestellt zwischen uns beiden. Und keine Ahnung. Vielleicht ist es besser für uns, wenn wir befreundet bleiben. Und ich meine, wir verstehen uns ja so sehr gut und freundschaftlich und alles. Denkst du, wir sollen das so machen? Ja, sehr voll toll. Super. Okay, dann. Du, kann ich auch mit Yoga machen? Ja klar, gerne. Komm, ich zeig dir den Schwan. Hast du das gehört? Oh mein Gott. Da ist jemand. Da ist jemand.
Das mit Madison ist was Ernstes für mich. Und ich schwöre, dann zeige ich dir, wofür ich in die Lage bin! Ich werde dich fertig machen, Mann! All die schönen Tiere, die uns über den Weg gelaufen sind. Das Essen, das er uns geboten hat. Und in all die Scheißhaufen, in die ich getreten bin. Wie ist dein Meister gegenüberzustehen? Ich habe schon so lange auf diesen Scheißmoment gewartet!